Schauen Sie Quiz24 ohne Werbeunterbrüche auf Wikisana und nutzen Sie dabei die weltweit einzigartige KI-Suchanfrage. Stellen Sie Ihre individuellen Gesundheitsfragen und profitieren Sie von exklusiven Sendungen. Ich begrüße Sie ganz herzlich, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, beim Format Naturmedizin. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Wir sprechen heute über ein heikles Thema, und zwar Mundgeruch. Das ist auch so ein Tabuthema. Man merkt es vielleicht bei anderen, aber man weiß nicht so recht, wie spricht man es an. Man möchte den anderen auch nicht zu nahe treten oder auch verletzen. Obwohl, wenn wir ehrlich sind, wüssten wir es schon ganz gerne, ne, wenn wir Mundgeruch hätten. Wir sprechen heute mit einer Expertin für Bakterienheilkunde, mit unserer lieben Dr. Med. Anne-Katharina Tschocke. Ich freue mich schon sehr auf dieses Gespräch und dafür natürlich auch Lösungen zu finden für Betroffene. Manche wissen es ja, dass sie betroffen sind und haben vielleicht noch keinen Lösungsweg. Bleiben Sie also dran, ich lade Sie ganz herzlich ein in dieses Gespräch. Bis gleich. Hallo liebe Anne-Katharina, schön, dass du da bist. Gerne. Vielen herzlichen Dank, dass du die weite Anreise auf dich genommen hast und persönlich bei uns im Studio bist und nicht nur per Zoom oder sowas zugeschaltet bist. Das ist immer schöner als persönliche Miteinander. Genau. Ich habe schon eingeleitet, wir sprechen heute über Mundgeruch. Das ist tatsächlich etwas, man nimmt es häufig wahr bei Menschen, aber man ist ja freundlich und man möchte niemanden verletzen. Und dann, wie geht man das an, jemanden anzusprechen? Du hast du schon gemerkt und vielleicht weiß er es ja sogar. Ne? Und dann ist es ja eigentlich noch schlimmer, ne? Den dann nochmal drauf anzusprechen, weil er einfach noch keine Lösung dafür gefunden hat. Jetzt vielleicht grundsätzlich mal als Einstieg die Frage, nicht wie kommunizieren wir es, da können wir ja nachher nochmal drauf eingehen, wenn du eine Idee hast dafür, aber woher kommt denn, was sind denn die häufigsten Ursachen für Mundgeruch? Ja, also es ist gut, wenn wir über das andere noch sprechen, weil ich würde tatsächlich gerne damit anfangen, weil das ist der Schritt, mit dem wir diesem Mundgeruch ja begegnen. Gut. Und eins ist schon mal wichtig, sich selber klar zu machen, wie würde ich mich fühlen, wenn ich Mundgeruch habe und keiner sagt es mir. Schlimm. Und das hinterlässt ja eine Angst. Und die Angst hat dann jeder. Und je öfter man das wahrnimmt und die Störungen durch Bakterien auch verursacht, nehmen ja zu. Das heißt, man kann für sich eine Formulierung finden, mit der man den anderen etwas fragt, ohne ihn gleich zu nahe zu treten. Indem man erstmal fragt, ob man ihn fragen darf, sozusagen. Also den Schritt zurück, wenn man mit jemandem überhaupt so diese Nähe hat, dass man sagt, du, ich nehme ein gesundheitliches Thema bei dir wahr. Möchtest du, dass ich dir mal rückmelde, wie ich das wahrnehme? Dass man erstmal fragt, möchtest du überhaupt irgendwas hören? Und wenn der andere sagt, lass mich damit in Ruhe, dann redet man auch nicht weiter. Aber ich wäre froh zum Beispiel, wenn ich jetzt Mundgeruch habe und stehe auf einer Party und jemand macht mich darauf aufmerksam. Bestimmt. Weil ich natürlich auch weiß, was ich dann tun kann. Da reden wir dann gleich drüber. Und wir alle entwickeln ja noch mehr Ängste, wenn wir wissen, keiner sagt was. Ja, das hat was mit Beziehung zu tun und Beziehungslosigkeit ist eine Foltermethode. Mhm. Das heißt, es ist Ausdruck einer Wertschätzung des anderen, wenn man ihm anbietet, ich sag dir mal meine Wahrnehmung und nicht irgendeinen dummen Spruch daher sagt und so, du übrigens, du stinkst aus dem Mund oder sowas. Das wäre übergriffig, weil das ist eine Aussage über den anderen. Ja. Aber erstmal, das gilt für andere Themen auch, dass man den anderen mal fragt, möchtest du hören, was ich wahrnehme? Es könnte wichtig für deine Gesundheit sein. Und dann kann man, je nachdem, wenn es jemand gut befreundet ist, auch sagen, mir liegt es am Herzen, dass ich dich darauf aufmerksam mache, weil das könnte was dahinter stecken, was gelöst werden müsste. Ich gehe davon aus, dass viele da ja auch unter Mobbing leiden in dem Zusammenhang. Ne? Das ist ausgesprochen abstoßend. Also viele Mundgeruchpartikel, also lösliche Substanzen, sind ja Schwefelverbindungen aus dem Eiweißstoffwechsel. Und die sind richtig abstoßend. Und dann geht man auf Abstand und will mit dem anderen nicht mehr reden und so. Man kann innerhalb der Familie noch ganz anders vorgehen. Man kann sagen, wir setzen uns mal zusammen und sagen, übrigens, also, wir beschließen mal, dass wenn einer von uns Mundgeruch hat, dass wir uns das gegenseitig sagen. Dann kriegt das Ganze mal so eine sportliche Ebene, dass man da ein bisschen vorbeugt. Oder mal der besten Freundin sagt, du übrigens, also weißt du, Thema Mundgeruch, man würde nicht drüber reden. Aber wenn ich Mundgeruch habe, sei so lieb und sag es mir. Ne? Man kann ja auch was dran ändern. Ja, weil das Problem ist ja tatsächlich, ne, wenn man so mit sich ist, dann gewöhnt man sich ja an Gerüche, genau, die man an sich hat und wird so geruchsblind. Den eigenen Geruch nimmt man nicht wirklich wahr. Was man manchmal wahrnehmen kann, ist morgens früh ein
ungutes Gefühl im Mund, vielleicht sogar einen Belag auf der Zunge. Und Mundgeruch hängt mit dem Speichelfluss zusammen. 1,5 Liter Speichel pro Tag werden durch den Mund gespült und in der Nacht reduziert sich der Speichelstrom. Das heißt, die Substanzen, die auch für die Entstehung des Mundgeruchs mitverantwortlich sind, werden nicht mehr so gespült. Mhm. Das heißt, alle Situationen, wo der Speichelfluss reduziert wird, haben das Risiko mit sich, dass dann eine Geruchsentwicklung sich entfaltet. Das ist eben in der Regel in der Nacht der Fall. Deshalb der erste Kuss am Morgen, das klärt man dann lieber vorher, bevor man sagt, Moment mal, ich flutsch mal eben aufs Klo und lutsche einen Pfefferminzbonbon, bevor ich meinen Schatz wach küsse. Und der denkt, man hätte ja jetzt nachts einen wundersamen Pfefferminzduft entwickelt. Nicht? Also, dass man morgens mit einem gewissen anderen Geschmack und Geruch aufwacht, liegt daran, dass der Speichelfluss reduziert ist. Nun gibt es aber auch Medikamente, die den Speichelfluss reduzieren. Und es gibt tatsächlich auch eine Autoimmunkrankheit, Sjögren-Syndrom, die den Speichelfluss reduziert. Das heißt, immer, wenn man einen Mundgeruch hat, würde man immer nach der Ursache forschen. Nicht? Aber jedenfalls dieser Geruch entfaltet sich nach den Substanzen, die im Mund sind. Und da kann man auch bei sich selber, weil man seinen eigenen Geruch ja nicht wahrnimmt, wie du richtig sagst, mal morgens darauf achten, wie fühlt sich denn der Mund, wenn ich morgens als erstes wach werde? Ist das pappig? Schmeckt das fies? Dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass man auch einen Mundgeruch hat. Mhm. Und dann kann man natürlich entweder mal zu einem sehr vertrauten Menschen hingehen und sagen, sorry, darf ich dich mal fragen? Darf ich dich mal anhauchen? Es gibt tatsächlich das auch als wissenschaftliche Methode. Da gibt es eine Rosenberg-Skala von 0 bis 5. Wo dann ein Untersuchender mit bestimmten Kriterien sich aus 10 cm Abstand von einem Menschen anhauchen lässt und dann das registriert. Es gibt auch Testverfahren, wo man also mit normierten Kriterien, entweder durch einen Strohhalm oder auch in ein Halitometer geblasen, die flüchtigen Substanzen testet. Das kann man alles auch wissenschaftlich machen. Aber es ist natürlich einfacher, mal eine vertraute Person zu sagen, du, ich hätte mal eine Frage, kannst du mir mal objektiv rückmelden, wie ist denn das so? Und dann lässt man den Mund mal eine Minute lang zu und spricht nicht so. Mhm. Sonst atmet man das ja auch weg und sagt, ich liebe dich oder so. Und dann kriegt man eine Rückmeldung. Weil mit einer Halitophobie, die gibt es auch zu leben, die Angst vor Mundgeruch, ein psychiatrisches Phänomen, da gibt es einen Fachbegriff zu, für die Halitophobie, die ist weit verbreitet, selbst bei Menschen, die gar keinen Mundgeruch haben. Und mit der Angst muss man ja dann nicht unnötig rumlaufen. Also ist es die Angst vor dem eigenen Mundgeruch oder grundsätzlich? Nee, die Angst vor dem eigenen Mundgeruch, man denkt, man hätte einen und hat aber keinen. Ach. Halitophobie. Oh. Ist weit verbreitet. Okay. Noch nicht gehört, also ja, dass es weit verbreitet ist. Ja, damit, das wird auch keiner zu dir sagen. Damit gehen die Menschen zum Zahnarzt oder zum Dermatologen oder zu irgendeinem Arzt, Hausarzt. Mhm. Und beim Zahnarzt ist das Thema Mundgeruch ja sehr im Vordergrund. Also es wird sehr viel auch dann angesprochen. Wobei wir jetzt dann bei dem Thema sind, was du eigentlich wissen wolltest, wie kommt der zustande? Mhm. Es hat verschiedene Formen von Mundgeruch. Es gibt den Mundgeruch, der aus dem Mund kommt. Das ist tatsächlich der Fötor ex ore. Also die Wissenschaftler, weißt ja, wir haben früher Latein geredet, wir Forscher untereinander in ganz Europa, da konnte man sich gut verständigen. Fötor ist der Geruch, ex heißt aus und ore ist der Mund. Geruch aus dem Mund, Mundgeruch. Mhm. Und es gibt die Halitosis. Halitus ist dann wieder, das ist dann mehr griechisch. Und es ist auch der schlechte Atem, aber als der wird er bezeichnet, wenn er aus tieferen Regionen kommt. Denn der Geruch, den man ausatmet, der kann aus dem Mundraum selber kommen. Der kann aber auch aus dem Rachen, aus der Speiseröhre, aus dem Magen und aus dem Darmbereich kommen. Mhm. Und das wird begrifflich unterschieden. Und die Frage ist, wie kann ich das unterscheiden? In dem einen Fall ist der Atem nur aus dem Mund. Das heißt, wenn ich jemanden aus der Nase anhauche, riecht es nach nichts. Dann ist es tatsächlich aus dem Mund. Wenn der Mundgeruch aber auch aus der Nase kommt, dann stammt der Geruch aus tieferen Ebenen. Ach, das gibt's dann auch? Ja, ja. Okay. Das ist dann die eigentliche Halitosis, weil der Fachbegriff Halitosis ist eigentlich für den
Geruch, den man ausatmet aus den tieferen Ebenen. Mhm. Im englischen Sprachgebrauch dann extraorale und intraorale Halitosis. Das ist Latein. Gut, also es gibt unterschiedliche Ursachen für diesen Geruch, den man ausströmt. Und man kann es unterscheiden, indem er entweder nur aus dem Mund kommt oder auch durch die Nase. Und dann ist wirklich eine internistische Abklärung auf jeden Fall angefragt. Aber sehr viel häufiger ist der Geruch, der tatsächlich aus dem Mundraum kommt. Und da kommen drei Dinge zustande. Das eine ist der Mensch mit seinen Zellen. Das zweite sind die Bakterien, die im Mund sind, unser geliebtes Mikrobiom. Und das dritte sind die Substrate, also die Substanzen, die jetzt zur Verfügung stehen. Das heißt, wir haben drei Stellschrauben. Der Mensch, das Substrat und die Bakterien. Und entweder an einem oder an zwei oder drei dieser Kriterien ist etwas nicht gesund. Mhm. Das bedeutet dann eigentlich der Mundgeruch. Mhm. Jetzt denke ich, weil du vorhin eben auch sagtest, weil wir wollen ja auch in die Lösung gehen letztendlich und es gibt sicherlich noch viele Fragen dazwischen, aber mir fiel vorhin eben ein, die belegte Zunge, also ich habe so einen Zungenschaber. Ist sowas sinnvoll? Also ich benutze es nicht. Ja. Ich bin da ein bisschen puritanisch, weil ich sage, der Körper hat für alle Körperöffnungen seine ureigenen Reinigungswege. Mechanismen. Und da die Nase zu spülen, den Mund zu kratzen und die Vagina zu spülen und den Klistier jeden Tag, muss eigentlich nicht sein. Ist etwas, was über die eigentlichen Ursachen dann hinweggeht. Und wenn ich jeden Morgen was von der Zunge runterkratze, dann gucke ich mir lieber mal die Zunge an und frage mich, warum ist denn da was drauf? Okay. Weil in der guten alten Medizin hat man die Zungenschau als diagnostisches Mittel gekannt. Ne? Wenn das belegt ist oder da oder gerötet oder weiß oder sowas. Das hat ja einen Sinn. Das heißt, das sind auch Ausscheidungsprozesse. Man würde jetzt war ja deine Frage schon nach dem, was wir tun können. Man würde als erstes aber mal die Ursache erforschen. Mhm. Wenn ich nur einen Mundgeruch habe, der also nicht durch die Nase auch rauskommt, sondern nur im Mund, dann habe ich im Mund ja eine große Landschaft. Ich habe Zähne, ich habe Zahnfleisch, ich habe Taschen dazwischen, ich habe eine Zunge, ich habe einen Rachen. Es können die Mandeln sein, es kann ein Zungengrundtumor sein. Es gibt ja Ursachen, die auch tatsächlich gravierend sind. Wenn einer plötzlich aus ungeklärten Gründen einen Mundgeruch entwickelt, dann muss man die Ursache erforschen. Und da hilft auch der Hausarzt dabei, dass man sagt, ich habe seit neuestem Mundgeruch. Mein Mann, Frau, Kinder oder Nachbarn hat mich darauf aufmerksam gemacht. Können Sie mal testen, was da vielleicht dahinter steckt? Also schon aus dem Grund ist es hilfreich, wenn wir untereinander kommunizieren, also wenn wir andere ansprechen. Ne, ja, wir das den geht nicht nur um Kosmetik. Ja, es geht auch um Prävention. Das kann tatsächlich auch was dahinter stellen. Es kann vom tieferen Ebenen kann es ein Magengeschwür sein und das kann ja auch Ursache für eine Stoffwechselstörung insgesamt sein. Also es besteht auf jeden Fall Handlungsbedarf. Mhm. Das ist die Botschaft. Mhm. Und dann ist wichtig rauszukriegen, warum habe ich den Mundgeruch? Und dann kann es das hängt immer mit den Bakterien zusammen, weil die Bakterien diejenigen sind, die diese flüchtigen Substanzen also dafür sorgen, dass die freigesetzt werden. Die spalten Substrate und wenn dann zum Beispiel Schwefelverbindungen aus den Eiweißen freigesetzt werden, kommt dieser Schwefelgeruch. Es kann aber auch aus den tieferen Ebenen ein Acetongeruch sein. Dann kann es sein, dass jemand tatsächlich entweder eine ketogene Ernährung gerade zu sich nimmt, dann atmet man auch Ketonkörper aus, die kommen dann aber auch durch die Nase. Oder ist ein Acetongeruch, es kann auch ein Ausdruck von Nierenschwäche sein, es kann eine Leberstörung sein. Also wenn es wirklich durch die Nase mit durchkommt, dann ist der Besuch beim Hausarzt zwingend und eine gescheite Diagnostik auf die ganzen Organe, die dahinter stehen. Wenn es der Mundgeruch, der eben eigentlich 80% betrifft, aus dem Mund kommt, dann muss man sich fragen, was mache ich mit meinem Mund und welche Bakterien wohnen da? Dann wäre die erste Frage, tue ich vielleicht irgendwas, was meine Bakterien im Mund, die natürlicherweise sich da gerne ansiedeln wollen, weil das Mundmikrobiom mitarbeitet im Körper, stört. Also eine bakterientötende Zahnpasta zum Beispiel ist immer eine Beeinträchtigung. Bakterientötende Mundwässer sind eine Beeinträchtigung. Das erste wäre, dass man hinterfragt, was mache ich mit meinen Bakterien im Mund, dass die sich so verschoben haben, dass diese Stoffwechselprodukte, die abgeben, stinken. Bakterien können ja immer mit allem, was da ist, Verschiedenes machen. Also verschiedene Bakterien machen mit demselben unterschiedliche Dinge. Und es wird entweder was Geruchloses oder ein bisschen Riechendes oder was Stinkendes freigesetzt. Mhm. Das liegt an der Bakterienzusammensetzung und dem, was sie zu futtern kriegen. Das heißt, was sie zu futtern kriegen, ist abhängig von der Ernährung. Da würde es sich lohnen, wirklich zu prüfen, ernähre ich mich
konform mit meinem Körper. Man weiß zum Beispiel, wenn man eine Fastenkur macht, dass man auch plötzlich einen Geruch entwickelt, weil man vielleicht sich nicht genug um sein Mikrobiom während der Fastenkur gekümmert hat. Mhm. Oder man macht eine irgendwie skurrile Diät, wo man in eine Einseitigkeit geht und den Rest weglässt, dann kann man auch Mundgeruch kriegen. Also der Mensch ist ja so, ich sage immer, so ein Mittelwesen, so ein Mittelding. Krone der Schöpfung ist Mittelding, mitten in allem, von allem so im Zentrum. Ja? Krone der Schöpfung heißt, zentriert zu sein, in der Mitte von allem. Und Ernährung heißt, von allem ein bisschen und alles gesund zentriert, also keine Extreme. Das heißt, Ernährung überprüfen, da gibt es ja dann viele Möglichkeiten, bis hin zu einer Ernährungstherapie, mal eine Ernährungstherapeutin aufsuchen und Mikrobiom überprüfen. Und Mikrobiom überprüfen heißt jetzt nicht irgendeine Mikrobiomanalyse buchen für hunderte von Euro. Ich habe jetzt Mails bekommen von Leuten, die gesagt haben, sie haben 800 Euro bezahlt für eine Mikrobiomanalyse. Da kann man sich ein Wellness-Wochenende in einem schönen Bio-Hotel von leisten, hat man mehr von, weil das Ergebnis ist eigentlich irrelevant. Man merkt ja, was das Problem ist, wenn es stinkt. Dann geht es aber darum zu prüfen, womit bekämpfe ich vielleicht meine Bakterien, ohne es zu merken. Und da gibt es viel. Da gibt es die Kosmetika, da gibt es, wie gesagt, das Mundwasser, die Zahnpasta. Und dann würde man das erstmal ändern, eine bakterienfreundliche Zahnpasta nehmen. Da gibt es im Bioladen diverse Sorten, also ohne mikrobentötende Mittel, ohne antibakterielle Substanzen. Idealerweise ohne chemisch-synthetische Mittel, Zahnpasta, keine desinfizierenden Mundwässer. Ja, du guckst, und das ersetzen wir jetzt dann natürlich gerne probiotisch. Und es gibt inzwischen Studien, die zeigen, dass eine Versorgung mit Probiotika den Mundgeruch reduziert. Also wer es nicht glaubt, kann das auch wissenschaftlich von China und so gibt es Studien belegt haben. Ich brauche die nicht, weil die Studien sind ja Bakterien in eine Studie zu quetschen. Da wird dann ein oder zwei Stämme untersucht. Aber wir haben so viele, wir haben ja Tausende, Hunderte im Mund. Ich glaube, im Mund sind auch schon über 1000 gefunden worden, sind ja noch mehr. Wir zählen ja immer nur die, die wir gefunden haben als Homo sapiens, aber Bakterien gehen dem längst voraus. Und dann kann man eben probiotisch arbeiten und es ist ja bekannt, dass ich dafür die effektiven Mikroorganismen empfehle, wo man tatsächlich verschiedene Möglichkeiten hat. Ich verwende ja am liebsten die Stammlösung, die ist eigentlich als Bodenhilfsstoff für die Landwirtschaft entwickelt worden, ist dann da endlich auch, Geschäften, also im Handel auch unter Gartenrubrik zu finden, aber es gibt auch für den Menschen, aber muss man nicht mehr Geld für ausgeben. Und dann hat man ein Glas Wasser, tut sich dann einen Esslöffel von der Stammlösung da rein und spült und gurgelt den Mund morgens und abends damit. Man muss es verdünnen, weil EM haben einen sauren pH, die darf man nicht pur an die Zähne geben. Und spült damit den Mund gründlich aus. Und wenn der Mundraum die eigentliche und einzige Ursache für den Mundgeruch ist, dann kann das das nach einigen Wochen schon regulieren. Dann gibt es so schöne Sachen wie Öl ziehen, Sonnenblumenöl, Kokosöl morgens. Kennst du das? Ja, ja. Ne? Auf einen Esslöffel in den Mund, während man seinen Yoga macht oder so. Und dann zwischen die Zähne, wo man so nicht beim Putzen nicht hinkommt, so richtig zwischen die Zähne, richtig ordentlich spülen, durch die Zähne ziehen. Das verändert auch das Mundmikrobiom. Das nimmt auch Toxine mit, weil der Speichel ist ja ein Abpressprodukt von Blut. Also der Speichel drückt alles aus, was im Blut ist. Die Speicheldrüsen werden von dem Blut versorgt und der Speichel ist ein Abdruck dessen, was im Blut ist. Das heißt, mit dem Speichel können auch Toxine in den Mundraum kommen. Und dann lohnt es sich da wirklich morgens so mal Mundspülung zu machen. Und dann macht man das mal eine Zeit lang mit Öl ziehen. Man kann das dann unterstützen durch eine gesamte Körperentgiftung. Es wäre auch immer lohnenswert, mal zum Zahnarzt zu gehen und zu prüfen, ob man faule Zähne im Mund hat. Eben, weil irgendwo muss es ja herkommen, dass das aus dem Gleichgewicht kam. Das wäre jetzt so meine Frage gewesen. Vielleicht ein wurzelbehandelter Zahn, der fault. Oder Zahntaschen, die eitern. Da gibt es ja viel im Mund, was man so gerne mal übersieht. Also ein Besuch beim Zahnarzt ist dann zwingend notwendig. Also etwas, was eben einfach auch nicht wehtut, ne? Also so merkt man nicht unbedingt. Stille Entzündungen, Entzündungsherde. Das gehört zur Klärung dazu, ne? Also Zahnarztbesuch, prüfen, gucken Sie mal, ob ich habe Mundgeruch und prüfen Sie mal, ob Sie etwas finden, was da ursächlich sein könnte. Und dann eine gute Zahnpflege mit Bakterien gurgeln und natürlich auch den ganzen Körper, das Mikrobiom als Gesamtes. Man hat ja nicht nur ein Mikrobiom im Mund, das eingebettet ist, das ganze Mikrobiom. Da ist Ganzes wirklich zu gucken, bin ich bakterienfreundlich unterwegs.
Die letzten Jahre haben ja sehr viele Menschen sehr viel desinfiziert. Ja. Und das hat zur Folge, dass tatsächlich solche Phänomene auch zugenommen haben. Wenn ich mir jeden Tag die Hände desinfiziere, Klammer auf muss, weil ich irgendwo bin und das getan habe, dann hat das eine Wirkung aufs gesamte Mikrobiom und kann zur Folge haben, dass ich mehr Blasenentzündung habe, mehr Gelenkprobleme und auch eben mit den Zähnen Probleme und auch Mundgeruch. Mhm. Also das muss man dann komplett weglassen. Ich habe ja in meinen Büchern da auch wesentlich drüber geschrieben, was man da noch so systemisch tun kann. Natürlich heilen mit Bakterien wäre das jetzt so, wo man mal sich durchliest, was es alles noch für Möglichkeiten gibt, den Körper zu entgiften, die Bakterien zu versorgen. Und dann kann man das eigentlich ganz gut lösen. Ja, weil wir haben ja nicht wenige Bakterien in unserem Körper. Das geht, kannst du das beziffern nach Kilogramm? Das mache ich nicht. Machst du nicht? Also okay. Man heißt 2 Kilo im Bauch, der andere sagt 1,5 im Bauch. Wichtig ist zu verstehen, dass es eine Sphäre ist, die uns die Lebenskräfte vermittelt. Die Sphäre der Bakterien ist die Sphäre des Lebendigen. Und wie wir mit dem Lebendigen umgehen, so lebendig sind wir. Und wenn wir Bakterien töten, also Antibios gegen das Leben vorgehen, dann werden wir krank. Dann stinken wir und dann fühlen wir uns nicht gut. Und dann brauchen wir eine Entschuldigung bei den Mikroben natürlich auch. Aber vor allen Dingen kommen sie uns dann zur Hilfe, um das wieder auszugleichen. Schwierig ist es, wenn Menschen tatsächlich dauerhaft Medikamente einnehmen müssen, die das Ganze beeinträchtigen. Da gibt es eine ganze Latte von Medikamenten. Dann sollte man vielleicht mal prüfen, für sich, welches Medikament man jetzt einnimmt und ob man da mit einer Mikrobiomunterstützung vielleicht die Dosis in Absprache mit dem behandelnden Arzt mal nochmal bespricht, weil das natürlich lästig ist, wenn der Speichelfluss reduziert wird aufgrund von irgendwelchen Herzmedikamenten oder anderen Medikamenten. Aber man kann auch mal hinterfragen, ob man diese dahinterliegende Grunderkrankung nicht doch auch auf anderem Wege noch angehen kann, um dann langsam frei zu werden von diesen Medikamenten. Also da gibt es sehr viele Möglichkeiten. Mhm. Weil das ist ja im Sozialen so, dass man sich die Menschen so auf Abstand hält und wir brauchen doch alle die Nähe und die Beziehung und dann mit dem Gefühl durch die Welt zu gehen, ich bin so ein feuriger Drachen, mit Feuerabend treibe ich die Leute vor mir her. Das ist richtig belastend dann auf Dauer für die Psyche. Also ich kann eigentlich nur alle ermutigen, sich wirklich da auch mutig dran zu machen und zu wissen, es gibt Lösungen. Und auch wenn ich Medikamente nehmen muss, wenn ich dann den Mund regelmäßig dann spüle, verändere ich die Mikroben im Mund und verändert sich der Stoffwechsel. In den effektiven Mikroorganismen ist das Potenzial veranlagt durch ein Enzym, das die produzieren, die Nitrogenase, dass stinkende Substanzen geruchlos verdaut werden. Das haben wir ja nach der Flutkatastrophe dann bei uns in der Eifel so eingesetzt, dass wir das überall versprüht haben, wo dieser Leichengift und diese Toxine in der Luft waren, haben das versprüht. Mhm. Das war schlagartig wunderbar. Und das funktioniert eben auch beim Menschen. Okay. Also auch für chronische Erkrankungen, das sprechen ja auch viele Experten in unserem Sender auch immer drüber. Eine chronische Erkrankung muss nicht chronisch bleiben. Ne? Also ganz wichtig. Wir Menschen sind dynamische Wesen. Ja. Leben heißt Veränderung. Ja. Und wenn wir uns starr denken und sagen, das habe ich jetzt lebenslänglich, dann funktioniert es ja auch nicht. Aber wenn ich weiß, jede Zelle meines Körpers erneuert sich unentwegt in unterschiedlichen Zeiträumen. Nach 7 Jahren ist der ganze Mensch general überholt, die Nasenspitze und selbst die letzte Knochenzelle ist nach 7 Jahren mal abgebaut und neu gebaut worden. Dann weiß ich, immer das, was neu ist, wird in den Körper eingebaut und man kann alles wirklich. Ich habe Situationen erlebt von Menschen, gibt es ja auch Bücher drüber, wo man denkt, Wunderheilung. Das Wunder ist eigentlich, dass man umdenkt, dass man wirklich den Mut hat zu sagen, ich bin lebendig, ich bin Freiheit, ja, ich kann alles denken, ich bin Veränderung, Leben ist Wandel. Und in den Wandel stelle ich mich rein. Und diese Kraft, mir vorzustellen, dass es sich wandeln kann, setzt ja Energien frei, die den Wandel dann unterstützen. Mhm. Ja. Diese Blockade, dass man denkt, es ist so und es bleibt so, resultiert ja aus der Angst, in der man sich dann verkriecht und sagt, ich will da nicht mehr so rausgucken, ich verkrieche mich. Das hat dann traumatische Ursachen, oft auch schon in der Kindheit, dass man dann vielleicht auf der Ebene auch mal hinguckt und sagt, wenn ich so viel Angst habe, jetzt da rauszugehen oder überhaupt Angst habe, weil ich denke, ich hätte Mundgeruch und habe gar keinen, weil es ja doch weit verbreitet ist,
dass man dann liebevoll zu sich mal hinspürt, Moment mal, wo kommen eigentlich meine Ängste her? Was für eine Angst habe ich denn eigentlich? Ah, ich habe eine Angst, abgelehnt zu werden. Wo habe ich denn das erlebt? Ach so, mein Vater hat mich immer geschlagen, wenn ich die Nase zur Tür rausgesteckt habe oder so etwas. Dann ist es gut zu wissen, dass jeder Mensch geliebt und anerkannt ist, wie er ist, auch wenn er das von Menschen nicht erlebt hat. Und dass man sich das dann holt oder selber gibt. Dass wir wissen, alle Situationen, wo man so verletzt worden ist, sind wie innere Kinder, die man dann auch mal in den Arm nimmt und sagt, liebe Anne-Katharina, fühlst du dich gerade so ängstlich? Was kannst du dir jetzt auch? Koch dir mal einen richtig guten Kräutertee. So, kleine Gesten. Oder geh mal raus und guck in die Blüten einer wunderschönen Sonnenblume. Was Aufbauendes, so in kleinen Schritten. Das brauchen wir in der Gegenwart ganz, ganz besonders. Ja, das stimmt. Und natürlich gibt es auch noch Pfefferminzbonbons. Ja, ja. Schlimmstenfalls. Schlimmstenfalls, ja. Also als Erstmaßnahme vielleicht. Ja, oder nicht Bonbons, die haben so viel Zucker, aber Pfefferminz. Eben. Oder man kann Zitronenmelisse mal kauen und so. Ja. Dass man seinem Mund was Gutes tut. Weil ich meine, ich dachte jetzt einfach so als schöne Geste, als liebevolle Geste zu dem Mund, dass man sagt, ich liebe dich trotzdem, ich habe zwar Mundgeruch, dass man nicht anfängt, seinen Atem abzulehnen oder seinen Mund abzulehnen, sondern dass man irgendwas findet, Bonbon hat, das ist so dieser Inbegriff von orale Befriedigung, so Lutsch, ne? Aber es ist natürlich meistens Zucker, das ist nicht gut oder Süßstoff ist noch schlimmer. Nicht, aber dass man auch wirklich für seinen Mund was findet, was wieder ein positives Verhältnis zu dem Mund gibt, wenn man Mundgeruch hat, dass man sagt, was kann ich meinem Mund denn Liebevolles tun? Ja. Was wäre denn richtig? Liebe Anne-Katharina, wir sind leider schon wieder am Ende des Interviews angelangt. Ich wollte aber gerne noch sagen, ich nehme dich so als Botschafterin für die Mikroben wahr und habe eigentlich auch erstmals durch dich eigentlich so wirklich richtig verstanden, also natürlich, dass man nicht gegen seinen Körper arbeiten darf, aber auch, dass eben die Milieus, ne, mit denen wir leben, also die uns eigentlich ausmachen, dass wir da auch eben ein gutes Miteinander finden, da bin ich dir sehr dankbar, ne? Und dass man also konstruktiv miteinander umgeht und nicht immer destruktiv. Ne? In friedlicher Koexistenz. Genau. Alles Leben hat seine Berechtigung. Genau, richtig. Wenn sich die Zuschauerinnen und Zuschauer interessieren, noch für mehr Informationen, was du tust, was du anbietest, wo finden sie denn etwas? Ja, also auf meiner Website www.darmbakterien-buch.de. Da ist eine Rubrik auch über Veranstaltungen und ich habe mich ja jetzt dann auch auf Online-Veranstaltungen eingelassen, dass die Menschen nicht reisen müssen und können zu Hause dann diese Online-Kurse auch buchen. Die Termine und Zugänge findet man da auch. Da gibt es einiges, was jetzt auch ganz beliebt ist. Und dann gibt es natürlich meine Bücher zum Thema, genau. 5 Bücher. Die findet man auch auf dieser Seite. Da ist auch ein kleines Interview mit der Vorstellung, wenn man sich jetzt nicht entscheiden kann, welches möchte ich jetzt nehmen. Da findet man sehr viel. Sie lohnen sich aber alle. Danke. Ja, das EM Kompakt ist jetzt gerade in die 12. Auflage gegangen. Da bin ich natürlich stolz. Das hat auch einen schönen Nebeneffekt. Jetzt kriege ich nicht mehr 46 Cent pro Buch, sondern 78 Cent pro Buch. Yeah. Aber vor allen Dingen ist es ein Zeichen dafür, dass Menschen sich dafür interessieren und dass die Liebe ganz zu den Mikroben ansteckend ist. Also deine Botschaft kommt an in dem Fall. Danke, ja. Ich danke dir an dieser Stelle ganz herzlich und freue mich, wenn wir uns zunächst zu weiteren Gesprächen treffen und sehr gerne weiterhin die Botschaft vermitteln, in friedvoller Koexistenz mit unseren Mikroben zu leben. Die uns lieben. Nicht nur im Inneren, sondern auch im Außen. Ja. Ganz wichtig. Ganz klar. Ja. Vielen Dank, liebe Anne-Katharina. Sehr gerne, danke. Ja, das war es leider schon, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, mit unserer Dr. Med Anne-Katharina Czocke. Ich habe mich sehr gefreut und ich hoffe, wir konnten Ihnen auch Ihren Horizont etwas weiten und Ihnen auch die Liebe zu Ihren Mikrobiomen, es sind ja mehrere, ne, oder insgesamt zum Mikrobiom als Überschrift, an die Hand geben und setzen sich doch einfach besser damit auseinander oder eigentlich auch besser setzen sich damit zusammen. Das wäre sie eigentlich. Ich wünsche Ihnen alles Liebe, alles Gute für Ihre Mikroben und natürlich für Sie selbst. Bleiben Sie achtsam, wachsam und liebevoll zu sich selbst und schalten Sie das nächste Mal wieder ein. Ich freue mich schon auf Sie. Bis dahin, auf Wiedersehen.